So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jump World auf der Map Star Wars Space Battle von Luke. Und die bleibt ganz schön lange, also wir sterben. Ja, ist nett. Wir stehen anscheinend direkt auf dem Ziel. Willkommen auf dieser Map, du bist ein Rebellensoldat. Und musst das Schlachtschiff rechts von dir ausschalten, also finde einen Weg, viel Glück. Das brennt doch schon, warum soll ich das ausschalten? Das ist jetzt schlau, dass ich da einfach geradeaus rüberlaufe. Okay. Okay. Was steht da? It's just a prank. Okay. Okay, gib einen Bonuspunkt. Gibt einen großen, dicken Bonuspunkt. Ich habe wirklich gedacht, da unten wäre schon das Ziel und dann hätte ich einfach gewonnen und hätte überall Schlechtes gegeben. Jetzt hast du dir einen dicken Pluspunkt verdient. Wie kommt man auf das scheiß Flugzeug? Ich muss da oben auf die Gläser. Ich gehe da fest, genau. Fest von aus. So. Und nu? Was? Was war das? Warum bin ich gestorben? Oh. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich hin muss. Ach, rote Wolle. Oh, du dreckiger Spasti, ey. Wo müssen wir hin? Wir können auf die Laser. Ja, sieht auf jeden Fall richtig aus. Oder ist ein... Nee, ist kein Checkpoint. Es ist alles nur Prank. Warum? Nee. Also, so fangen wir das hier gar nicht an, dass ich so dumm die Fails sammle. Also, da restarte ich lieber zweimal, um das Ergebnis einfach zu verfälschen. Wir müssen eigentlich auch auf den linken Laser. Weil der, glaube ich, besser schießt. Der hat eine höhere Schussrate, wie es aussieht. Und wir brennen, aber es macht nichts, wenn man auf dieser Map keinen Schaden kriegt. Wieso gehen da grüne Dings nach hinten raus? Man weiß es auch nicht. Zack! Hier fliegt auch ein roter, der überhaupt keinen Sinn macht, aber ist egal. Oh ja, Wither and Blindness, das liebe ich. Eine Explosion, verdammt. Ah, Leute, gibt doch kein Wither and Blindness. Mensch. Kann ich da irgendwie umgehen? Wahrscheinlich. Oh, geil, ich liebe Slimes, wenn die nicht funktionieren, obwohl man drauf landet. Ich habe keine Leertaste gedrückt, also für die Leute, die das jetzt behaupten, nein, habe ich nicht. Ah, kann ich nicht umgehen, schade. Ich habe gehofft, dass ich es umgehen kann. Ich kann doch auf dem Feuer laufen. Warum laufe ich nicht durchs Feuer? Kann mir das jemand erzählen? Oh. Ich habe wieder nicht Leertaste gedrückt. Ich bin da einfach doof. So, wir gehen jetzt wieder einfach durchs Feuer. Brenn, 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 brenn. Da vorne ist der Checkpoint. Ich bin vollkommen blöd im Kopf. Ich habe nicht gesehen, dass über mir eine Decke ist. Das ist mein Hauptproblem gewesen. Ich habe gesprungen, aber über mir war halt eine Decke. Und wir gehen einfach mal hier lang. Ah, schön. Oh. Sowas ist immer ekelhaft, wenn ihr sowas in eure Maps reinbringt. Hui. Zack, zack, zack. Und wunderbar. Geh, was? Du bist da. Gehe durch die Schleuse hinein. Durch die untere Schleuse, natürlich. Zack. Oh, Deckensprünge? Oder wie hat das gerade... Ja. Ich wollte gerade sagen, wie hat sich das gerade angefühlt? Wie ein Deckensprung. Ah, und dann war keine Decke mehr da. It's a prank. So. Hep und hep. Und, oh, ein Deckensprung nochmal zum Abschluss. Geschafft, nun finde einen Weg zum Reaktor. Okay, ein bisschen dunkel hier. Oh nein, die Brücke ist eingefahren. Huch. Ach, da war ein Teleportblock.
Okay, erklärt einiges. Zack. Hui. Überall die rote Wolle am Boden. Dass sie ihre Schlachtschiffe so bauen, ist echt dumm, ey. Was, wenn da jemand mal zum Putzen lang gehen möchte? Der stirbt doch direkt. Oh, nice. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht auf die schwarze Wolle möchte. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Ja, ich hatte recht. Ein Leck. Zum Glück halten die Schilde. Halte dich rechts. Oh nein. Aber hier kriege ich eh keinen Schaden. Jetzt kriege ich plötzlich Schaden? Achso. Aha. Ja, ja. Ich sehe schon, wo das Problem ist. Und zwar rote Wolle. Nice. Pfiffig. Pfiffig genutzt, die rote Wolle. So, der Reaktor. Beeindruckend, nicht wahr? Zerstöre ihn. Boah, nicht schlecht gebaut. Und warum machst du dann sowas hier? Obwohl, das scheinen relativ angenehme Zaunsprünge zu sein. Dadurch, dass sie so lang sind. Okay, hast du ihn nochmal gerettet. Und ich bringe mich einfach selber um, weil ich doof bin. Oh, jetzt wird's plötzlich hell. Danke, Spiel, dass du das Licht langsamer anstellst. Das funktioniert manchmal noch nicht ganz so gut auf dem Server hier. Da müsst ihr auch mal aufpassen. Ah, jetzt habe ich gedacht, ich fall runter, ey. Ich fasse es nicht. Ich doofer Depp. Da müsst ihr ab und zu mal mit aufpassen, wenn ihr dunkle Sachen baut oder so Räume. Da lädt öfter das Licht nicht. Das war ja jetzt neulich bei der einen Quiz-Folge schon so. Und hier jetzt eben gerade ja allen Anschein nach auch so. Ich muss das Ding weglegen, sonst resette ich mich gleich wieder. Obwohl ich was schaffe. So, gut, die Konsolen sind zerstört. Wir holen dich ab. Okay, ich habe zwar nichts gemacht, aber okay. Wieso habe ich schon wieder Wizard und Blindness? Was soll denn das? Nun gibt diesem Ding das Ende. Ab zur Brücke. Okay. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt, was die Story angeht, aber... Er hat einem... Oh, er hat... wenigstens eine Story reingebracht, also das, oh, ey, wie ich das hasse, wenn das passiert, dass ich in eine Richtung drücke und hier einfach nur senkrecht nach oben hüpfe. Da, schon wieder. Ich verstehe es nicht. Jetzt endlich, so, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hier ist ein Checkpoint. Wieso gehen hier flammende Steine nach unten? Ich habe das jetzt gerade so ein bisschen... Ich habe jetzt gerade so ein bisschen den Pfad verloren, wo ich hin muss. Ich muss da oben rein. Okay. Tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen dadurch verwirren lassen, dass... dass die Blöcke da nach unten gehen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber ich meine, das soll ein explodierendes Schiff sein. Ist logisch, dass da auch ein paar Steine noch in der... Gegend vom Schiff rumfliegen. Da habe ich mich leider ein bisschen austricksen lassen. So, gute Arbeit. Und danke, dass du die Map gespielt hast. Luke, hast du die komplett alleine gebaut? Also... Respekt. Ich meine, ist jetzt nicht so easy, ne? Ich würde gerne aufhören zu brennen, das wäre echt nett. Danke, Spiel. Also gar nicht mal so schlecht. Also von Optik her kriegt schon mal sehr gut... Die Sprünge, 28 Feld, 6 Minuten 40, heißt, die Sprünge waren angenehm. Ein paar Sachen waren nervig, Sprünge waren gut. Kreativität ist sehr gut, weil du viel mit Effekten gearbeitet hast. Ich meine, ich mag dieses Neusea und Blindness und Wizard und sowas nicht. Aber du hast auch Speed drin gehabt, du hast die rote Wolle drin gehabt. Hast dich ein bisschen ausgetobt mit dem Krams. War schon nicht so übel. Und ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir noch eine zweite gute Map finden. Wir nehmen Mario Kart Nummer 2. Wir haben Mario Kart Nummer 1, glaube ich, schon gespielt. Ist einige Folgen her. Und es geht los. Ich meine, bei der anderen Mario Kart Folge waren wenigstens ein paar Mario Sachen drin gebaut. Oh. Okay, Fallschaden würde ich vielleicht ausmachen, wenn ich sowas mache. Ich will weiter gehen. Oh. Das war doof. Oh, okay.
Also, er hat an der Optik gar nichts gemacht. Da weiß ich nicht, wieso die Map in der Optik gut bewertet ist. Hui. Au. Ich bring mich hier noch selber um. Oh, jetzt müssen wir sogar Jump and Run machen. Das kann ich doch gar nicht mehr nach dem ganzen Speed-Gerenne. Oh, fuck. Ich wollte sagen, Mist. Weil fuck sagt man ja nicht. Ich habe ganz vergessen, wo die Dinger runterkommen. So, auf den blauen ist einer gekommen. Oh, Leute. Nein, ich habe gedacht, da wäre auch der Checkpoint. Ich muss echt mit Timing arbeiten. Was zum... Hä? Wovon? Auf dem grünen ist einer runtergekommen. Jetzt auf dem lilan. Okay. Hui. Okay, das war jetzt nicht so angenehm. Er hat viel mit Defekten gearbeitet. Das ist schon ganz cool. Ich meine, mit Mario Kart hat das jetzt hier wenig zu tun. Oder muss man bei Mario Kart... Oh. Blöcke hochhüpfen. Fallschaden würde ich bei sowas vielleicht ausstellen. Muss ich wirklich sagen. Vor allem, man kann es ausstellen, das weiß ich ja. Oh, Leute. Dass er dann noch die Blöcke kleiner macht, ne? Das ist echt, echt knifflig. Oh, ich wäre fast runtergefallen. So. Yes. Oh, ich glaube, da hätte ich irgendeinen Buff kriegen sollen. Den kriege ich aber nicht, wie es aussieht. Das ist verkackt, Kollege. Jetzt habe ich Enderpearls. Und Nausea, ist klar. Warum gibt man immer Nausea bei Enderpearlen? Perlen vor allem. Oh, das war vorbei. Er hat wenigstens ordentlich genug Enderperlen gegeben. Kreativität sehr gut, Sprünge waren gut. Es waren nicht viele Sprünge, deswegen kann ich da nicht... Also man muss ein bisschen über rote Wolle... man muss ein bisschen über rote Wolle springen. Jetzt nicht so anspruchsvoll. Hier diese paar Sprünge über die Löcher. Auch nicht so anspruchsvoll. Die Optik war mäßig. Ich gebe keinen schlecht, weil es ein Regenbogen war. Ist ja auch ein bisschen Arbeit. Und ist auch knifflig übereinander gebaut. Und die Neusea ist zum Kotzen. Warum macht man das? Warum baut man sowas gegen Ende ein? Dann hat man das doch nach dem Finale immer. Und dann spielen wir noch irgendwas Fliffiges. Ori and the Blind Forest. Da habe ich das richtige Spiel zwar nicht gespielt, aber wir spielen einfach mal das Jump'n'Run. Und das scheint eine große Map zu sein, weil die lädt relativ lange. Wie es aussieht. Ja. Ich will hier jetzt keine Stunde Ladezeit haben. Bin beeindruckt. Das scheint eine große Map zu sein. Eine extrem große. Ori and the Blind Forest. Das Spiel hat Zombie gespielt und ich glaube Maudado auch. Also vielleicht mal reinschauen, wenn euch das interessiert. Ist ein Sidescroller Jump'n'Run, glaube ich. Abenteuer Jump'n'Run. Ich weiß nicht, wie man es am besten beschreibt. Ich würde mal sagen, kein Wunder, dass das so lange lädt, ne? In mehr als 8 Stunden gebaut, alleine. Das hier ist ein Jump'n'Run, das von The Ori and the Blind Forest abstammt. Wer das Spiel nicht kennt, sollte es sich unbedingt anschauen bzw. spielen. Ja, habe ich gerade gesagt. Es ist wunderschön, extrem süß. Ich habe es nicht ganz geguckt. Ich mag so richtig Story. Ich mag sowas nicht. Ich gucke sowas nicht gerne bei, auch nicht bei Zombie oder Maudado oder so. Ich entschuldige mich für die Ladezeit, Lags und so weiter auch. Hoffe, es gefällt. Und alles ist machbar. Sowas müsst ihr nicht mit zuschreiben, weil davon gehe ich aus. Oh. Was steht denn da? Und stellt euch vor, es gewittert und es ist Nacht. Okay. Da stellen wir uns jetzt einfach mal vor. Boom, boom, boom. Bam, bam, pow. Und es geht los. Ja. Ich glaube, man sollte hier nicht runter. Wir gucken gleich mal wieder, ob wir jetzt cheaten können. Es sieht ein bisschen so aus. Das ist dann schade. Obwohl, ne, jetzt hat er, glaube ich, pfiffig gemacht. Oder? Ich meine, ich bin recht gut im Durchschieten, bei sowas, was sowas angeht. Ja. Ich habe mich mal eben durchgehackt.
glaube nicht, dass das so geplant war. So, was steht denn da? Achso, Pfeile, okay. Wieso ist der Baum eingefroren? Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht lange geguckt. Ein, zwei Folgen. Ich fand es ganz hübsch anzusehen, aber es war halt nicht mein Metier, was Let's Plays angeht. Ich mag mehr so halt so kurze, knackige Jump'n'Runs oder PvP-Runden oder sowas. Oder einfach nur Laberrunden von größeren YouTubern. Ich muss sagen, dass bis jetzt noch nicht wirklich viel Jumpen erfordert war. Oh, ich hätte mich nicht beschweren sollen. So. Und das hat mir was gebracht? Jetzt bin ich hier oben. Wo muss ich überhaupt hin? So eine kleine Erklärung wäre echt nett gewesen, ey. Hä? Ja, ich glaube, hier oben hätte ich nicht hingehen sollen, ne? Oder? Nö, sieht nicht so aus. Hä? Jetzt habe ich irgendwas verpasst, glaube ich. Da oben sieht es aus, als wenn man da rein könnte, aber als ich gerade da war, hat es eher weniger so gewirkt. Scheiße. Okay, okay, ich bin noch nicht verloren. Okay. Jetzt habe ich gesneakt und falle trotzdem runter. Nice. Das ist immer nice auf Eis, auf jeden Fall. Das ist immer kacke. Wenn man sneakt und einfach die Mechanik des Spiels nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Ach, hier ist ein Weg. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Aber bis jetzt war noch nicht wirklich Jump erfordert. Gerade dadurch, dass es da rechts einfach den Weg gab. Ist einfach nur Wegsuchen erfordert. Ich meine, ich habe keinen Orientierungssinn. Das ist für mich trotzdem... Oh. Eine Herausforderung. So, dahin. Oh, okay. Zack, zack. Hui. Alle Sprünge sind machbar, jo. Merke ich. Bis jetzt noch kein Fail. Ich meine, ich hätte eigentlich schon ein Fail haben müssen durch den Anfang, aber da konnte ich mich hochhacken. Irgendein Hexenhaus, hätte ich gesagt. Nice. Nice auf Eis. Was ist das hier? Gibt keinen Effekt. Okay. Ich konnte nicht mehr sprinten. Danke, Spiel. Ich sage noch, gibt keinen Effekt und dann, oh, mache ich da das Wasser kaputt. Jetzt habe ich einen Fail, weil ich nicht mehr sprinten konnte. Da konnte ich nichts für. Ich bin unschuldig, Leute, glaubt mir. Und das war meine Schuld. Definitiv meine Schuld. Weil ich zu bräsig war, auf den Teppich zu springen. Oh, Leute, ich darf nicht so hetzen. Das passiert mir jedes Mal, wenn ich anfange zu hetzen. Dann kann ich einfach nicht mehr ordentlich springen. Ich meine... Ich kann nie ordentlich springen, aber dann hört es dann ganz auf. Weil ich versuche zu hetzen. Gerade bei solchen Sprüngen, wo ich mir denke, ha, die machst du doch aus dem FF. Da fange ich dann an, hektisch zu werden. Und das muss ich mir abgewöhnen. Oh, das war schon. Ach, das ist hier... Ah, das sind die Hauptfiguren von Orient the Blind Forest. Ich hoffe, es hat gefallen. Vielleicht werde ich noch ein paar mehr Jump'n'Run von Ori machen, aber nur vielleicht. Denke schon. Das kleine, dicke Etwas ist Naro, das kleine ist Ori. Jo, das weiße Ding da ist Ori. Das große ist Naro. Cool gebaut. Leider Gottes lässt das Jump'n'Run ein bisschen zu wünschen übrig. Das waren hier ein paar Jumps. Eigentlich nichts Forderndes. Ich habe 4 Fails, weil ich mich doof angestellt habe. Und einmal nicht sprinten konnte. Hier im Baum musste ich gar nicht springen. Fand ich ein bisschen komisch. Weil dann kann ich das auch als Adventure Map bauen vielleicht. Also die Optik ist sehr gut. Die Sprünge waren okay. Die Kreativität war mäßig. Weil es war einfach nichts Besonderes. Es gab keine speziellen Buffs. Es gab kein gar nichts.
Das Einzige, was ich halt gut fand, war, ist halt die Optik. Die Optik ist halt super. Ja, ich würde sagen, ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.